zweites Video, 25.09.21 in Fulda auf der Meistens Demo. Meistens ist das ja mal eine Weile, wenn man dann so gehört hat, wie scheiße das alles ist. Ne? Und irgendwann hat man es dann Gott sei Dank wieder vergessen. Ich erzähle euch dazu, für die, die das interessant und lustig finden, meine eigene Cola-Geschichte. Als Kind von vorbildlichen Eltern durfte ich natürlich keine Cola trinken als kleines Mädchen. So, und das war also was ganz Besonderes. Dienstags hatte ich, haltet euch fest, Kuhglockentreffen. Mega cool. Also ich habe eigentlich nur so coole Sachen in meiner Jugend gemacht, dass ich auf jeden Fall der Outsider in der Klasse überhaupt war und wahrscheinlich schon alleine dafür einen Therapeuten gebraucht hätte. Obendrein habe ich noch Akkordeon gespielt. Also Leute, ich weiß, was es bedeutet, diskriminiert zu werden. Deswegen juckt mich das hier auch alles gar nicht. So, auf jeden Fall das Beste an der Kuhglockengruppe war tatsächlich, dass es dort Cola gab. Also habe ich mit großer Begeisterung Kuhglocken gespielt. Und irgendwann war ich dann 18. Und ich habe bei meinem ersten Freund gelebt. Sein Papa Heilpraktiker, auch mit großer Leidenschaft für Cola. Und als ich meinen ersten Kühlschrank bekommen habe, bin ich zu Aldi gefahren und habe 6,5 Liter Flaschen Cola gekauft. Zwei davon habe ich am ersten Abend alleine getrunken. Und dann dachte ich irgendwann, oh, was ist denn hier los? Danach wusste ich dann zumindest, warum meine Eltern den Cola-Konsum eingeschränkt hatten. Ganz wunderbar, seitdem bin ich durchaus sehr überlegt, was Cola angeht. Und ich glaube fest, dass man einfach in gewissen Punkten Erfahrungen selber machen muss. Also sprich, Menschen, die sich jetzt impfen lassen, das ist zwar extrem traurig für die, aber ich glaube, dass geimpft zu sein die Chance erhöht, anschließend selber nachzudenken. Zumindest in vielen Fällen. Man lernt leider am besten durch Schmerz oder durch Cola-Schock oder was auch immer. Aber solange mit einem nichts passiert, passiert irgendwie auch im Kopf nichts. Und das, was uns fehlt, ist das Verständnis füreinander, dass andere Menschen andere Erfahrungen gemacht haben und dementsprechend Dinge anders für sich bewerten. Ich habe eine Schülerin, die mir diese Woche erzählt hat, sie würde so gerne reiten gehen, aber sie darf nicht reiten gehen, weil ihr Papa Angst hat. Sagt sie ihr, dein Papa hat keine Angst vor Corona, aber du darfst nicht reiten gehen, weil er Angst hat. Ja, der ist mal vom Pferd gefallen. Dachte ich so, okay, rein mathematisch, wie wahrscheinlich ist es, das vom Pferd zu fallen? Und zweitens, ich kenne ja den Papa jetzt auch ein bisschen, der erschien mir jetzt nicht wie ein großer Pferdefreund, sondern eher halt wie einer, der es mal probiert hat, weil es vielleicht ein bisschen schick ist. Aber das Mädel, das möchte das unbedingt. Und ich finde es einfach ganz schlimm, wenn man eigene Ängste auf andere versucht zu übertragen und die dann irgendwie so einschränkt. Also ihr wisst es alle, ich selber habe nicht unbedingt eine große Begeisterung, in Flugzeuge einzusteigen, aber deswegen kann ich doch meiner Familie auch nicht sagen, ihr dürft nirgendwo hinfliegen. Ich bin natürlich hibbelig, wenn die im Flugzeug sitzen, so ist es halt, aber natürlich dürfen die in Urlaub fliegen. Und wenn sich in meiner Familie unbedingt jemand impfen lassen wollen würde, dann müsste ich wohl auch damit leben. Ich habe aber Glück gehabt, glaube ich. Und wenn, dann würden die es wahrscheinlich sich nicht trauen, mir zu erzählen. So fair muss man auch mal sein, ne? Also, was man nicht weiß, macht eigentlich heiß, deswegen, die wissen auch alle, dass sie schön machen sollen und können und dürfen, was sie wollen. So, jetzt bräuchte ich nochmal den Andreas und seinen magischen Finger, um dieses Display wieder zu entsperren, denn ich soll euch eine Vorankündigung machen, und zwar für nächste Woche. Erst wurde das Ganze ja ziemlich geheim gehalten. Der Andreas lässt ja mal all seine Connections spielen. Und so hat er für nächste Woche, das ist der 2.10. und ganz wichtige Info, 2.10. wir sind am Uniplatz. Danach die Woche sind wir wieder hier. Also nächste Woche, Stand jetzt, heute Morgen, Ordnungsamt-E-Mail gelesen, Stand jetzt sind wir nächste Woche am Uniplatz. Und dorthin kommt dann auch ein Musiker namens Guy Davison aus Liverpool, Thomas, der Busfahrer, ihr kennt ihn schon, Karl Hills, der oberste Chef von Polizei für Aufklärung. Müssen wir eigentlich die ganze Fuldaer Polizei mal persönlich einladen, oder? Ja, bitte mal was. Eine kleine Demo vor der Polizei in Fulda. Achtung, Moment. Ja, ich wiederhole mich. Gut, dass ich mit Erkältungssymptomen teilnehmen darf. So, und es kommen Kinder stehen auf, im Besonderen Paul und Julika. Die werden wohl auch noch mal was singen.
Und dann steht da unten drunter noch viele mehr. Und ich weiß zum Beispiel schon einen weiteren Überraschungsgast, bei dem mir schon gesagt wurde, das darf ich aber noch nicht verraten, dass er kommt. Ich sage nur eins, ich weiß, dass ganz viele sich ärgern würden, wenn sie nächste Woche nicht dabei sind. Und die Stimmung wird auf jeden Fall granatenmäßig sein. Auf jeden Fall besser als das meiste, was man sonst so innerhalb von einer Woche Corona-Terror so erleben kann, weil man kann ja nirgendwo mehr hingehen, außer man macht den 3G-Quark mit. Und das sind ja viele von euch echt sehr, sehr standhaft und sagen, nein, machen wir nicht. Dann gehe ich halt ins Kino, dann bestelle ich mir meine Pizza halt nach Hause und im Supermarkt komme ich auch ohne Test. Und genauso halte ich das auch. Baumarkt ist mein neuer Einkaufsladen. Das Wohnmobil wird komplett umgebaut und auf Klamotten scheiße ich einfach. Haben wir doch letztlich eh alle viel zu viel. So, Andreas, du kannst dein Handy wieder abholen. Man sollte mir besser nichts längerfristig in die Hand geben. Aktuell verschwindet nämlich leider alles von mir. Ich suche diverse Schuhe, diverse Schlüssel, diverse Mikrofone. Ich bin ja erst umgezogen und ich hatte ja auch noch keine Zeit, irgendwelche Kisten wieder auszupacken. Deswegen dürfen wir das Mikrofon heute auch eigentlich nicht anfassen. Es hat mich einen Wackelkontakt und die anderen sind noch nicht wieder aufgetaucht. Und das jetzt, wo wir endlich mal ein neues Mikrofonkabel gekauft haben. Das ist manchmal einfach schwierig. Jetzt drehe ich mich nochmal um und guck mal, ob der Daniel als nächstes sprechen möchte. Der Daniel, ihr kennt ihn alle, bis auf den einen, der uns heute neu zugelaufen ist. Woher bist du eigentlich? Das muss ich jetzt mal kurz fragen. Woher bist du? Was, ich? Aus Rade vom Wald. Bin ja dumm. Wir können ihn einfach mal hier nach vorne lassen. Schaut mal, was für schöne Sachen er an sich dranhängt. Das ist echt ein Statement und das ist ganz, ganz wichtig, denn das, was jetzt kommt, ist der Daniel. Und der Daniel. Ich bin kein Daniel, ich bin der Felix. Weißt du, der Irrtum, auch da. Das ist der Daniel, der jetzt kommt. Das ist super. Je besser dich die Menschen, die hier vorbeilaufen, sehen, desto mehr können die sich ausmalen, wofür wir hier stehen. Denn der Daniel ist ja jetzt ein kleines bisschen älter als ich. Man sieht das, glaube ich. So ein bisschen. Und was geht einher mit älter sein? Der hat ein bisschen mehr Lebenserfahrung. Der hat auch schon ein bisschen mehr Sachen gesehen. Der hat auch Dinge gesehen, wo ich hoffe, dass ich die im ganzen Leben niemals sehen muss, weil ich sonst im ganzen Leben niemals wieder schlafen werde. So, und logischerweise, je mehr man gesehen hat, desto differenzierter betrachtet man auch die Dinge, die jetzt hier gerade aktuell passieren. Und viele haben gesagt, das, was er sagt, ist zwar jedes Mal total interessant, aber wenn jemand vorbeiläuft und hört dann nur diesen einen Satz, dann denkt er sich, oh mein Gott, die da oben, die sind alle nicht mehr zu retten. Da hilft noch nicht mal mehr die Psychiatrie. So, was soll ich dazu sagen? Deswegen ist es wichtig, dass hier von außen erkennbar ist, wofür wir stehen, was wir machen. Und deswegen ist es so toll, wenn ihr Schilder habt, die ziemlich eindeutig sagen, was wir gut finden, was wir nicht gut finden. Und so, dass eben für alle von außen sichtbar ist, dass wir gegen niemanden irgendwie etwas haben, dass wir einfach nur auch so angenommen werden wollen, wie wir eben sind. Manche von uns getestet, manche von uns geimpft, manche von uns genesen. Dagegen kann man sich manchmal nicht wehren. Aber wer nicht genesen ist, ich weiß, es gibt viele, die das hier eigentlich wirklich überhaupt gar kein bisschen mitmachen. Und ich kann sagen, dass ich in all dieser Zeit 2 Spucktests gemacht habe, weil meine Schwester dahin wollte. Für mich alleine hätte ich konsequent gesagt, nö, mache ich einfach nicht. Wofür denn auch? Also ich habe hier ein großartiges Netzwerk gefunden und es besteht für mich überhaupt gar keine Notwendigkeit, irgendwo hinzugehen, wo ich nachweisen muss, dass ich nur einen Schnupfen habe oder gesund bin. Also von daher gesehen, danke an all die, die das auch sehr tapfer unterstützen. Und für alle, die denen das eben noch nicht so gelingt, dann bin ich mir sicher, dass jeder in dem Maße seinen Beitrag dazu teilt, hier den ganzen den Kampf anzusagen, auf seine eigene Art und Weise und innerhalb der Möglichkeiten, die man sich eben rausnehmen kann, bei dem, was man im Leben halt sonst noch so hat und erledigen muss oder möchte. So, damit jetzt endlich der Daniel.